Gut, mal ganz kurz dazu, zur Theorie, weshalb Batterien in Reihe bzw. parallel geschaltet entweder mehr Spannung bzw. mehr Strom liefern. Ein bisschen zur Vorstellung. Ich hatte ja schon ein Praxisvideo gemacht und bin auch darauf eingegangen, was ist, wenn ich beim in Reihe schalten die Batterien falsch pole. Ich komme gleich drauf. Wir gucken uns dieses Schaltbild an, zwei Batterien in Reihe geschaltet. Ich messe hier 1,5 und 1,5 Volt. 3 Volt insgesamt. Ich habe die schön in Reihe so geschaltet, dass die Pluspole mit den nächsten Minuspolen verbunden sind. Also hier dieses Plus, das hatte ich noch von vorhin. Das muss ich weiter hochmalen. Hier, das gehört hier hin. So, hier ist also der Minuspol, hier der Minuspol. Wie man sich das merken kann, ganz einfach, der lange, den kann ich zerbrechen, dann kann ich zum Plus legen und den dicken kann ich nicht zerbrechen. Gut, das bis dahin. Wie gesagt, hier rechts komme ich drauf. Und Leute, achtet auf die Links hier oben, da könnt ihr nochmal die Praxisbeispiele sehen, beziehungsweise wenn ich dann von dem Wort Potential spreche, könnt ihr euch hier oben auch nochmal weiterbilden. Das Video wartet ja hier. So, jetzt zum linken Fall, also hier zum normalen in Reihe schalten von Batterien. Stellen wir uns das mal so vor, wir haben einen Topf, das ist jetzt kein Schaltzeichen, einen Topf mit einer halbdurchlässigen Membran. Hier sind lauter Elektronen drin, die möchten gerne hier rüber, aber die halbdurchlässige Membran lässt das nicht zu. Die ist einfach so. Die ist böse. Die lässt keine Elektronen hier rüber. Die möchten sich gerne verteilen. Diffusion, Brownsche Molekularbewegung. Vielleicht kriege ich die links hier oben unter. Also hier oben. Ne? Gut, also, dann habe ich hier lauter Elektronen. Die stoßen sich alle ab und sagen sich, na, wenn wir hier schon hin wollen, dann ist der einzige Weg einstweilen über diese Leitung, durch die Lampe. Die nehme ich aber nur zum Anzeigen, dass da was fließt. Und dann zurück hierhin zu der eigentlichen anderen Seite, wo sie eigentlich hin wollen. Wenn ich das jetzt mal mit zwei Batterien mache, die ich richtig schalte, dann wollen die hier durch und zu ihrem anderen Pol eigentlich hierhin, zur Spannungsquelle. Ja, jetzt sind aber hier auch noch welche, die schieben nach. Das heißt, hier ist sozusagen der Druck erhöht und die Lampe leuchtet heller. Wenn ich das jetzt falsch rum mache, alle Elektronen, also hier falsch rum gepolt. Hier, ich habe Plus gegen Plus geschaltet oder Minus gegen Minus. Das geht auch. Das ist jetzt in diesem Fall egal. Dann im Praxisvideo ist ja zu sehen, guckt noch auf den Link notfalls, da leuchtet gar nichts. Beziehungsweise ich kann hier auch nichts messen. Das liegt mal jetzt ganz leise erklärt und locker. Das liegt daran, die Elektronen, die würden gerne hierhin, suchen sich ihren Weg über den nächsten Draht. Und würden ja gerne hier zurückfließen. Aber die wollen genau verkehrt rumfließen. Das heißt, die Elektronen stoßen sich hier ab. Jetzt ist es eine Frage, wenn hier genauso viel sind wie hier, also Elektronen, dann klappt das super. Es wird aber nie ganz der Fall sein. Also werden hier irgendwelche Elektronen sich praktisch ausgleichen wollen. Wenn hier ein paar mehr sind, werden sie hierhin fließen. Aber hier hinten kann man praktisch nicht viel messen. So kann man sich das einigermaßen vorstellen. Gut, ja, was ist aber, wenn ich Batterien parallel schalte? Das war eben in Reihe bzw. in Serie. Das stellen wir uns wieder mit diesen Batteriesymbolen, mit diesen hässlichen vor. Wir nehmen mal an, ich habe zwei Batterien, also parallel zueinander geschaltet, aber ich lasse den Schalter mal hier noch offen. Und ich habe hier eine Lampe und hier auch, aber ich lasse den Schalter hier noch offen. Nehmen wir mal den blauen Fall. Ja, die Elektronen fließen gerne durch die Lampe, denn sie kommen dahin wieder zurück zu ihrer eigentlichen Quelle. Und so, also Elektronen von der Spannungsquelle über die Lampe zurück zur Spannungsquelle. So kann man es auch immer sagen. So, und jetzt nehmen wir mal an, die könnten nur genau 1 Ampere liefern. Diese Zelle hier, diese komische Zelle, die ich hier gemalt habe, die würde genau 1 Ampere liefern. Und auf der Lampe, da steht klein aufgedruckt, ich leuchte nur, wenn du mir 1 Ampere gibst, dann leuchte ich richtig. Richtig hell. Jetzt nehmen wir mal an, wir schließen diesen Schalter hier, den rechten. Moment hier. Ich nehme den jetzt mal geschlossen. Ja, dann fließen die Elektronen von dieser Batterie hier, von dieser, um die geht's, fließen die gerne durch die Lampe und natürlich die anderen nehmen sich auch ihren Weg durch die Lampe. Jetzt kriegt aber die nicht mehr 1 Ampere, sondern sie kriegt bloß noch, weil 1 Ampere zur Verfügung steht und die andere auch 1 Ampere haben möchte, die Hälfte. Vielleicht kriege ich den Link noch unter zur Parallelschaltung allgemein, wo dieses mit diesen Strömen und so weiter nochmal erklärt ist. Wenn nicht, seid mir nicht böse, sucht kurz nach, findet ihr auf meinem Kanal. Also nochmal, ich habe nur im Moment, die ist noch nicht angeschaltet. Eine Batterie, die kann nur 1 Ampere liefern und dieses 1 Ampere
teilt sich auf in ein halbes Ampere und noch ein halbes Ampere. Ja, dann leuchten die beide nicht gut genug. Jetzt schalte ich diesen Schalter auch an. Natürlich, die Ströme, die wollen sich genauso verteilen. Aber wenn hier schon ein Ampere fließen, also hier an der Stelle schon ein Ampere da ist und hier noch ein Ampere dazukommt, naja, was fließt dann an der Stelle wirklich? Pardon, ich habe jetzt hier das X habe ich hier falsch gemacht. Wenn hier noch ein Ampere dazukommt, ja, dann vereinigen sich, jetzt mache ich es mal in blau, nee, in grün, dann vereinigen sich dieses Ampere mit dem Ampere, also fließen hier 2 Ampere. Und jetzt teilen sie sich wieder auf, jetzt kriegt die 1 Ampere, wie sie es gehört, und die kriegt auch 1 Ampere, also habe ich die verfügbare Stromstärke erhöht. Gut, ich hoffe, das hat gereicht dazu. Dann, ja, wünsche ich euch was Schönes. Ich hoffe, dass ich mit meinen Erklärungen ganz richtig gelegen habe. Will sagen, dass ihr es verstanden habt, denn das ist ja eigentlich nur mein Ziel. Einen schönen Tag für euch alle. Tschüss, tschüss.